Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Okay, Leute, wie immer nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ja, wie egal. Wie gesagt, und heute habe ich einfach vor, so ein bisschen zu kämpfen. Nichts Besonderes halt. So. Ah, ich habe sogar noch einen Kampf im Clankrieg. Wir verkacken ganz schön, weil niemand von unserem Clan kämpft. Und ich greife diesen Typ sofort an. Ich habe den schon gesehen. Ich zerstöre den jetzt. So, ist ein kleiner Noob. Verkacke. Nice. Nice geregelt. Was? Als ich wollte gerade sagen, als wenn das jetzt so. Ach, und ich habe endlich in meinem Leben Wut freigeschaltet. Freigeschalten. Es ist krass und es ist wahr und ich weiß nicht, wie ich das leben soll. Ich habe vorhin auch schon eine Clash of Clash Royale Folge aufgenommen, aber die habe ich dann aus Versehen gelöscht. Und da war ich genauso wie jetzt. Also irgendwie bin ich nicht locker. Ich überlege, was laber ich schon wieder? Ich weiß nicht, was. So, Wut und dann das. Hol den Turm. Hol den alles. Ja, du kriegst das hin. Du bist der Boss. Geil. Und ich kann jetzt besser schneiden. Ich kann jetzt das Intro vor das Video setzen. Nice. Gut. Okay. Tod. Ist mir egal. Das sind noch Bogenschützen. Und die holen mir noch Geld. Nice. Vielleicht holt ihr euch auch noch den Magierturm, obwohl ihr seid so auf einem Fleck, ihr holt euch niemals den Magierturm, weil ihr zu schlecht seid. Ja, meine ich doch. Nicht meine ich, sondern es ist so. Okay, nice, gut. Kriegsheld. Gut. Neuer Rekord. Oh, ich hasse dieses Kack-Internet, ey. Wir sehen uns gleich wieder. Ich regel das ganz kurz. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Boah, hier fehlen ja vier Truppen. Finde ich aber blöd. Es kostet. Ja, dann schaltet man direkt zwei frei. Lol, das wusste ich ja gar nicht. Lol. Voll geil. Okay, ich habe mir ganz kurz einen Gegner rausgesucht und hier ist er. Der Gegner. So. Okay, er hat schon mal keine Bombe da. Das ist sehr toll, aber trotzdem werde ich jetzt das. Dann werde ich. Boom. Gut. Das heißt, ich kann schon mal alle Truppen da reinschicken. Kann das, alles das. Ja, alles ganz. Ganz nett. Hinleben. So. Ich versuche jetzt mal ernst zu bleiben. So, der hier. Und ich habe keinen Barbarenkönig. Das ist sehr nice. So, da ist der Wut. Dann setze ich hier die ganzen Lacker. Okay, ich setze hier mal hier und dann.
Oh Scheiße, die Luftabwehr ist noch da. Okay, ich hab's Rathaus und ich habe einen halben Stern und ach, ist mir egal. Denn ich habe eh gewonnen. Zwar nicht 100%. Ich habe 100% gewonnen mit genau 100%. Guck, guck, guck. Ihr könnt jetzt so sehen. Din, din, din. Gut. Diese eine kleine Bursche, aber also wahrscheinlich hat die den ganzen Kampf nur da drauf geballert. Durchgehend. Und sie hat es am Ende des Kampfes nicht hingekriegt. Ich habe schon wieder keine Trophäen mehr, ey. Ich habe in meinem Nachtdorf mehr Trophäen als in meinem Normaldorf. Und das Nachtdorf gibt es erst seit, keine Ahnung. Okay, nice. Dann werde ich erstmal. Das war klar. Dann. Dann. Gut. Jetzt. Dann kann ich hier und da und hier und da. Geht nicht auf den Zerschmetterer. Ne, sonst hasse ich euch echt. Dann. Ihr seid alle auf den. Alle sind auf. Ich esse Besen. Barbaren haben echt nie, immer, nie Chance gegen einen Zerschmetterer. Oh, das sind schon die nächsten Tote. Das sind alle tot. Gut. Und in Clash Royale bin ich wieder in Arena. Okay, und der Typ hat gewonnen. Mit 9%. Hat er gewonnen? Ich bin echt enttäuscht. Sehr gut. Ist klar. So. Wirkungsbereich 3,5. Wirkungs. Ja, okay. Ach komm, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und. Okay, hier bin ich wieder. Und ihr seht schon, ich bin in dieser Arena. Es ist traurig, aber ich werde trotzdem weiterkämpfen. Aber zuerst hatte ich da vor mir dann ein Deck auszusuchen. Aber da habe ich dann die Aufnahme abgebrochen. Und deswegen wollte ich eigentlich einen Kampf machen. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich zu faul bin. Und deswegen suche ich mir jetzt einfach irgendeinen Spieler raus, von wem ich mir das Deck kopieren kann. Ja. Warum müssen alle die Nachthexe im Deck haben? Nachthexe. So. Boah, den hatte ich schon. So. Yusuf. Nachthexe. Nachthexe und Heilzauber. Nachthexe. Ich kann, weil ich bin zu blöd, ein eigenes Deck zu machen. So, bitte endlich. Oh,
endlich. So, wie spielt man dieses Deck? Lass mich ganz kurz nachdenken. Zur Mission. Okay, gut. Dann kämpfen wir. Mal. Also in diesem Deck ist irgendwie nur so zwei Karten zum wirklich Schaden machen. Das ist das Problem. Ja, drei, doch. Drei Karten und das ist dann auch Ende. Gut. Das ist tot, das ist auch tot. Und ich habe Schaden gemacht. Gut, er macht auch ein bisschen Schaden. Dann kommt das nach vorne und ich setze das Koboldfass. Und ich habe nichts zum Abwehren. Was ein wunderbares Deck. Ich bin echt fasziniert. Fast drei Bomben konnte er. Skelettoi! Nein, nein, nein! Oh! Das war knapp! Wie wenig Schaden macht bitte meine Rakete? Wie wenig? Hat die gerade nur 100 Schaden gemacht? Das sah für mich irgendwie so aus. War dann aber doch nicht so. Dieses Deck ist das beschissenste Deck in meinem ganzen Leben. Also ich habe noch nie, wirklich noch nie ein beschisseneres gesehen. Oh, endlich. Endlich mal was zum Freuen. Und jetzt verteidige ich nur noch. Womit ist ja die Frage? Seid ja witzig. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den Baller versetzt. Mein Leben ist traurig. Es ist zu traurig, um wahr zu sein. Ofen. Ist echt der größte Mist, ey. Es ist nicht wahr. Warum? Dieses Deck ist der größte Müll. Das soll man in die Mülltonne stecken. Mann, warum gibt's keinen Daumen runter, Smiley, ey? Nehmen wir das Deck. Ich kann die Truhe öffnen. Ja, gut, ich würde sagen, es ist bitte auch der letzte Kampf für heute. Der letzte Kampf. Tut mir leid, dass ich heute so auf dieses hier geöffnet habe, aber ich habe keine Ahnung von YouTube. Aber ein bisschen Ahnung habe ich da schon. Aber auch nur ein bisschen. Nicht viel. Was kann hier der Inferno sagen? Hello, ist der Typ auf K. Thank you. Ich werde dir danken. Thanks. Ni hao. Gut. Schau, wieder ein paar Pokale dazu bekommen und eine schreckliche Silbertorn. Gut. Bist du noch ein AFK-Typ? Bist du AFK? Are you AFK? Bist du AFK? Sag es. Ich glaube, er hat das falsche Deck genommen, oder? Du hast das falsche. Ja, nee, oder auch nicht.
Aber warum hat er dann gerade so einen bösen Smiley gemacht? Das finden Sie in der nächsten Folge. Clash Royale. Nein, Spaß. Aber jetzt, warum hat er einen bösen Smiley gemacht? Ist mir egal. Ich habe sein Königstor. Peace. Geil, schon wieder gewonnen. Nice. Ich find's cool. Noch einmal gewinnen. Vielleicht noch ein AFK-Spieler. Dann bin ich zufrieden. Bitte sag, bitte sag. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, dass das der letzte Kampf ist, aber dann doch nicht. Das Kampf als mit der Mega-Range. Was wird er setzen? Ich setze den Feuerball. Feuerball. Das war ein nicer Feuerball. Denn er hat mich nicht geschwitzt. Din, din, din. Wenn jetzt Minion Army setzt, dann bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Und er setzt. Immer wenn ich irgendwas sage, was er nicht tun soll, dann tut er's. Ich setze wieder Feuerball da. Gut, ich bin fixiert. Setz eine Karte. Ich sehe. Dann, das Gute ist, bei einem Level 5 Magier macht, holt der Elektro, holt der Feuerball, macht ihn dann komplett kaputt. Das ist das Gute. Wenigstens hat er die Valkyrie down gekriegt. Damit bin ich zufrieden. Und der Feuerball holt sich fast alle Skelette. Aber nur fast alle. Jetzt kommt das und dann mache ich das. Und das war unnötig, denn das war das. Und der Einzige, der Schaden macht, ist der Magier. Thanks, Magier. Ich danke dir. Komm, hol dir den Tower. Hol dir den Tower. Sei ein guter Magier. Als Mul. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ach, und von die da gerade war, ich weiß, ich habe die so eingespeichert, weil ich es wollte. Die da gerade war, die hat mir das Intro gemacht, was ihr in diesem Video sehen werdet. Die hat mir das Intro gemacht. Sagt, lasst auf jeden Fall mal ein Danke da. Die hat auch einen YouTube-Kanal namens Kaninchen YouTube. Lasst vielleicht mal ein Abo da und ja, lasst bei ihr mal ein Abo da. Und ich habe eine Karte, die den Tower zerstören wird. Gewonnen. Ich liebe euch, Leute. Ah, so wie eine Goldtour. Cool, aber wir sind noch 3 Pokale und dann sind wir wieder in dieser Arena. Gut, aber dann würde ich auch sagen, beende ich die Folge für heute. Es tut mir leid, dass ich wieder so oft auf diesen Scheißbutton geklickt habe. Und dass die Folge schon wieder so lang ist. Aber ich muss ja eh ein bisschen schnell. Also, ciao, ciao!